Guten! Als erstes wollte ich sagen, ich habe im Moment noch eine Verlosung laufen und da könnt ihr noch teilnehmen. Also klickt auf dieses Video hier irgendwo und kommt direkt zu der Verlosung. Okay, also heute habe ich was ziemlich Cooles mit euch vor und zwar werde ich etwas ziemlich Gewagtes machen, was sonst gar nicht so meine Art ist, und zwar werde ich meine Haare färben bzw. aufhellen. Ich habe meine Haare noch nie in meinem ganzen Leben gefärbt und zwar werde ich einen Aufheller benutzen, und zwar ist das einer von Schwarzkopf Perfect Mousse Schaumaufheller für blonde Haare halt. Farbe 1000, falls es jemandem was hilft. Ja, das habe ich bei einer Freundin gesehen und ich fand ihre Farbe so toll und habe gedacht, okay, das könntest du ja schon mal ausprobieren. Ich färbe meine Haare ja nicht, sondern irgendwie ist das so eine Art Blondierung. Ich habe keine Ahnung vom Färben, überhaupt nicht. Und dachte, ich probiere es einfach mal aus, weil ich meine, irgendwann ist immer das erste Mal, okay? Auf der Packung stand drauf, dass wenn man länger als schulterlange Haare hat, dass man dann zwei Packungen nehmen soll. Deswegen habe ich mir zwei gekauft. Bei der einen war irgendwie sogar noch ein Extra dabei, ein Shampoo von Schwarzkopf halt. Und eine Packung hat 4,95 Euro gekostet. Also hier auf der Packung steht, dass diese Aufhellung um bis zu 2 Nuancen heller ist. Wir werden ja dann später das Ergebnis sehen und ich bin echt sau gespannt. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, das auszuprobieren. Und da dachte ich, ich nehme euch mit, wie das denn bei mir wird. So, also als erstes stand da, dass man das ganze Zeug auf die nicht gewaschenen Haare machen soll, also nicht vorgewaschene Haare, und ins trockene Haar reinmachen soll. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Meine Haare sind ein bisschen wappig, weil die müssten eigentlich heute wieder gewaschen werden. Also von daher, lasst euch da nicht stören. Und dann fangen wir jetzt mal an. Okay, ich wollte als erstes noch mal ganz kurz sagen, was da drin ist. Und zwar als erstes ist da natürlich so ein paar Handschuhe irgendwie. Dann ist da so ein Pumpspender-Zeugs drin. Eine Anwendungsflasche mit Entwickler-Emulsion. Ein Aufhellergel. Okay, also laut Verpackung soll man jetzt als erstes das Aufhellergel in die Anwendungsflasche mit dem Entwickler reinmachen. Das werde ich jetzt erstmal tun. Also, es ist jetzt 2 Tage später. Ich habe nicht mehr geschafft, es am nächsten Tag zu filmen. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein bisschen anderes Licht, aber man sieht halt einfach gar keinen Unterschied, okay? Also, es war so, dass wir haben nur eine Packung gebraucht, weil wir sind mit einer Packung super zurechtgekommen. Und irgendwie war das ganze Haar schon so triefend von diesem Färbezeug und sah ehrlich gesagt so ein bisschen aus, als ob ich übertrieben fettige Haare habe. Und ich weiß auch nicht, irgendwie ist das jetzt so ganz komisch und ich bin auch nicht so zufrieden, weil einfach kein Unterschied da ist, gar nicht. Das sieht jetzt vielleicht höchstens so aus wegen dem Licht, aber naja. Jedenfalls werde ich jetzt heute noch die zweite Packung ausprobieren. Also nicht ausprobieren, sondern werde sie halt benutzen. Diesmal werde ich sie mir selbst färben und ich mache das jetzt einfach ganz schnell und werde dann hoffen, dass ich dann ein Ergebnis sehe. Also mittlerweile sind meine Hoffnungen auch ziemlich klein. Naja gut, fangen wir einfach mal an, wa?
vorne schon so ein bisschen bronzefarben aus. Wenn ihr das so sehen könnt, es schimmert so ein bisschen. Und ja, ich wasche es jetzt aus und fülle meine Haare und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Ich sehe ganz schön beschissen aus, würde ich sagen. Also, Freunde, meine Haare sind fertig und ich präsentiere euch, Trommelwirbel, das Ergebnis! Tada! Ich finde es ganz in Ordnung eigentlich. Also, jetzt, finde ich, sieht man etwas. Also, endlich sieht man ein bisschen Veränderung. Das sieht gerade ein bisschen blonder aus, als es ist irgendwie. Aber ich blende euch jetzt nochmal hier ein, den Vergleich zu vorher-nachher mit der gleichen Belichtung, damit ihr auch genau den Unterschied sehen könnt. Also ich finde, es hat so ein bisschen so einen Bronzeschimmer. Ja, so ein bisschen Bronze... Orange hört sich voll doof an. Nein, es ist nicht orange. Gold? Gold. Es hat einen goldenen Schimmer. Ich finde es ganz schön. Also könnte sogar fast noch ein bisschen heller sein, weil ich... Wenn ich schon was mache, dann will ich auch ein bisschen was sehen. Aber es ist in Ordnung. Also in diesem Fall ist mein First Impression... mit dem Daumen so zu bewerten. Ne? Tendiert zu gut, aber so, sagen wir so. Okay? Also, denkt an meine Verlosung, die endet in wenigen Tagen. Noch könnt ihr mitmachen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!